Servus Leute und willkommen zurück vom Let's Play von Mafia 2. Oh, Scheiße, irgendwie. Haben wir schon direkt. Such, oder? Wow, das war knapp. Scheiß drauf. Ich bin weg. Verpiss dich schon der Erste. Lass mich liegen. Bitte. Nächster. Hier kommt keiner lebend raus, außer wir. Okay, entdecken, Joe. Na komm, du Trottel. Wer nennt hier einen Trottel? Headshot. Nimm das, du Arschloch! Wow, das war knapp. Hier ist irgendwo noch einer hinter uns. Ah. Haben wir noch. Los, ich blas dir dein Hirn raus. Los, ich geb dir Deckung. Den nächsten ausgeschaltet. Na, wo bist du? Nicht wegrennen, hier bleiben. Boah, scheiß Scheinwerfer. Du zuerst, ich geb dir Deckung. Ist aber nett von dir. Oh, oh. Wo zum Teufel willst du hin? Nach unten, wohin sonst? Was sieht's denn aus, zu klauen? Naja, auch noch eins auf die 12. Nur noch 11 Schuss hier, scheiße. Wie gefällt dir das? Ich gut, und dir? Stirb! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Dein Hirn raus! Na! Oh nein, wegen dem Feuer, oder? Oh, scheiße, Mann. Wo zum Teufel bist du? Ja, auf die 12. Magnum, okay. Wie gefällt dir das? Na los! Gut, und dir, wie gefällt dir das? So. Danke. Los, nimm den Fixer um! Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen! Aha, okay. Muss ich jetzt Angst haben? Na komm her, Würstchen. Hier gibt's Schrot für dich. Okay, dann geh kurz wieder aufladen. Und darüber. Schieß! Da bin ich. Sag was! Hey, man sollte noch Munition schaffen. Nice. So, noch ein, oder? Ich glaube, das war's. Ich glaube, hier lang, oder?
Hier. Nein, du wurdest getötet. Schwätz keinen Scheiß, Junge. Okay, mit der Thompson kommen wir auf jeden Fall besser zurecht. Ja, schieß da mal zurück, Joe. Okay, dann hätten wir. Ach, da unten ist immer noch der eine. Okay, er war da unten. Hauen wir noch einen. Versteckst dich wohl, Arschloch. Na, wie sieht's aus? Hier ist sauber, da oben ist noch einer sein. Okay, wir haben es geschafft. Komm, Joe. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Klar. Der wartet doch schon auf mich. Vito, die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Okay, wir brauchen ein Auto. Halt mal an, Junge. Na! Ah! Jetzt eine Dreckskarre hier. Raus da, verdammt! Los, Joe, steig ein. Bringt euch in Sicherheit! So, das wäre doch gerade mal gut gegangen. Ach, Scheiße. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme. Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Der Greco fliegt dich wieder zusammen. Ja. Natürlich. Jetzt kratz mir hier nicht ab. Jeder Atemzug ist wie ein Messerstich in die Brust. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Hey, wir stecken da gemeinsam drin, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose vollblutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich ab. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen verdammten Komiker zu machen. Ja, da haben wir Joe wirklich den Arsch gerettet. Jetzt hoffen wir nur, dass wir es hier rechtzeitig zum Greco schaffen. Damit er unseren guten Kumpel ja wieder zusammenfliegt. Ja, wir sind ja gleich da. Soweit ich mich erinnere, war das gleich da oben, oder?
haben wir noch schon. Brauchst du Hilfe? Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spucke. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaub nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt einen das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito, danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Komm wieder auf die Beine. Okay, zwei Bruder sind Geld zurück, alles klar. So, wir haben 55.000 und müssen wohin? Wieder ein Arsch der Welt. It's the old disc jockey slash news commentator slamming Sammy Stevens bringing you news from Midtown. So, nette Skullen übrigens. Well, that's what the papers might call it tomorrow. Witnesses have reported the sound of automatic weapons coming from the building and at least one body falling from a high-rise scaffold to the sidewalk below. Police arrived as a car was leaving the site and they are still in pursuit of that vehicle. Gut, in dem Fall kommt Joe wieder auf die Beine. Und jetzt mal schauen, was... Ach, mein Gott, hat sich die Karre scheiße. Was uns erwartet. Ob wir das Geld wirklich nur abgeben oder... direkt in die nächste Schießerei kommen oder keine Ahnung. Entspann dich. Stop the things you do. Also die Karre zu locken, können wir schon teller. Westside. Jetzt eilig auf die Seite. Toll natürlich, wenn du hier in meine Spur reinfährst, Mädel. Okay, lass mal runter. Da unten am Hafen. Direct war doch dieser Geldhai, oder? Dieser Kredithai mehr oder weniger, oder? Stop the things you do. Wenn ich eins nicht kann, aber parken kann ich. Okay, kann ich hier vorne rein, oder? Bin schon weg. Oh nein, Mann, was wollen denn die Bullen von mir? Geht weg. Aua, aua, aua. Oh, schnell, schnell, schnell. Scheiße, Mann, wo geht's hier rein? Hier, oder? Hier was? Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder?
Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oh oh. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Okay, ich dachte schon, es kommt irgendwie was wegen alten Schulden oder irgendwie sowas. Kapitel 15. Peraspera ad Astra. Oyster Bay, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Mit Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Okay, Freunde, wir wachen wieder auf und das Telefon klingelt. Und was uns diesmal wieder am Telefon erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Mafia 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao mit au. Haut rein, Leute.